Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lestrak-Tag. in der Secret World. Und hier fallen Sachen Das doch herunter, mal. ohne Das. dass gruselig. Es ist Und. dunkel in meinem Zimmer und es fallen Sachen einfach so vom Regal. Und was sagt uns das? Die Geister kommen aus dem Spiel in Koalis Leben. Oder es ist ein Fan, der sich versteckt und sie irgendwo hinter einem Schrank sitzt und sagt: Oh, ich bin in seinem Zimmer. Ich habe keine Fans. So. Oh, das sagst du. Wir müssen das Gebiet nach Hinweisen durchsuchen. Und was ist mit mir? Du bist ein Fan? Ja, klar bin ich ein Fan. Okay. Das verrät viel. Meistens jedenfalls. Ich könnte auch sagen, es erklärt vieles, wenn auch nicht alles. Was erklärt uns zum Beispiel? Klär uns auf. Warum du gerade mit mir aufnehmen wirst hier. Ja, weil ich dich mag. So, hier ertrunkene Schleppennetzfischer. Das ist falsch, das muss Schleppennetzfischerin heißen. Ich hab Brüste. Das heißt jetzt Männerbrüste. Ich würde mit dir ausgehen. Ja. Ja, ich bin nicht wählerisch. Alle Frauen sind besondere Wesen. Einige bekommen halt mehr Aufmerksamkeit, einige weniger, aber Ja, alle die bekommen eine, trotzdem. die einen Freund, nicht einen Freund, einen Mann hatte schon. Ich habe ja auch Aufmerksamkeit geschenkt. Ich war sensibel. Und das ganz selbstlos. Ich dachte mir nämlich erst so, nein, sie hat einen Ehemann, das kann ich doch nicht. Dann dachte ich mir, ach, was soll's. Wenn es schon so weit ist, kann ich ja wenigstens so nett noch sein. Und dann habe ich sie rausgeholt. Ja. Oh, der macht ja. Der schleppt eine Zische aus der Tiefe. Der ist mal resistent hier, Ich mache ja auch nicht wirklich viel Schaden. oder? Denkst du, ich mach Schaden? Wir brauchen einen Damage-Dealer, ich sag dir das. Soll ich Gürfalken Bescheid sagen? Der ist gerade on. Nee, der ist mir immer zu pro. Der kommt, glaube ich, nicht richtig mit unserem Casual Gaming klar hier. Ja. Das haben wir beim letzten Mal schon gesehen, wo wir hier das Geburtstagsspecial hatten. Oder Ja, nee, du die mal. letzte Instanz, wo er das dann am Ende alles alleine gemacht hat. Ja, wo er mir das Akro geklaut hat, ne? Nichts gegen den Gierfalken, Nee, aber. aber manchmal ist weniger mehr. Ja, er levelt mir auch in allen Spielen davon, also von daher. Er ist Pro-Spieler. Muss es auch geben. Muss es auch geben. Deswegen, ja, sag ich ja, ich lese gar nicht erst weiter in den Regeln hier von Dark Heresy. Wenn ich was wissen will, dann frage ich ihn. Solltest du, aber. Warum? Sonst dreht er die Dinge nach. Wenn er wirklich mitkriegt, dreht er die Dinge vielleicht nachher so, dass sie ihm gut passen. Ja, und? Das ist mir Wurst. Wir spielen noch nicht gegeneinander. Wir müssen immer noch nach Hinweisen suchen. Wo sind denn hier Hinweise? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich überhaupt eine der Zau eine. Oh, hi. Wie heißt du denn? Angst. Ich so Angst. Da ist schon wieder was runtergefallen ist. Ach so. Wahrscheinlich ist es aber eher, weil ich hier mal an dem Regal hier so rumwackel. Sonst hätte ich gesagt, mach einen Exorzismus. Kennst du nicht jemanden? Ja. Du arbeitest doch theologisch, dann müsstest du doch einen Priester oder sowas kennen. Ja, klar kann ich Priester. Ja, siehst du, Exorzismus durchführen. Bei was soll hinsprühen? Braucht man nicht. Oh, der Lestrak muss schon wieder geheilt werden. Sehe ich gerade. Ich habe letztens mal gelesen, dass es wirklich so eine Exorzistenorganisation beim Vatikan gibt. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Oh, muss auch gehen. Es gibt, gibt fast nichts, was es nicht gibt. Aber wozu? Zum Exorzieren. Oh, ein Hammer. Hm, der sieht nice aus. Kann ich zwar nichts mit anfangen, aber wenn ich mal umskille auf Hammer, dann... Du meinst also, es gibt wirklich Fälle von Besessenheit? Klar. Also kommt immer darauf an, wie man Besessenheit definiert. Ne? Ein Dämon oder der Teufel, der in einen menschlichen Körper gefahren ist. Ja. Also das war was meine Definition. Es gibt... Was heißt, was steht hier? Ich habe einen Anruf gerade gekriegt. Warte. Ein System ist in Seoul aktiv. Begeben Sie sich sofort dorthin. Okay, ich muss nach Seoul, hat mir gerade jemand gesagt. Na gut, aber erst muss man hier nach Hinweisen suchen. Ja. Hier vorne ist irgendwie was. Aha. Hier. Autsch. Also, deine Antwort zu dem Thema? Welches Thema nochmal? Besessenheit. Ja, wie gesagt, Definitionssache. Wie definierst du es denn? Oder wie wird es definiert? Was weiß ich, wie das definiert wird. Ich glaube ja, früher zum Beispiel hat man ganz oft Besessene gehabt, die nach heutigem Verständnis psychische Krankheiten hatten. Ah, okay, also ein Exorzisten-Psychologen. In gewisser Weise von früher schon, ja. Hm? Und es gibt ja, glaube ich, auch noch Länder, und wo das noch viel aktueller ist. Ziemlich viele Naturvölker haben das ja auch noch, dieses ganze Ritualkram mit. Udo. Ja, zum Beispiel. Mit Geister austreiben. Krankheiten allgemein kann man so definieren. Okay. Das ist der ganze mythische Quatsch da natürlich, ob das stimmt, wage ich mal zu bezweifeln, aber. Das sagst du als Theologe? Ja. Also ich glaube an den mythologischen Quatsch. Tja. Ja, aber da ist halt doch jeder anders, ne? Eben. Würde ich auch keinen nehmen. Ja, oder wie hieß es mal so schön, wie hat er es mal gesagt? Macht nicht den Glauben von anderen kaputt, dann lassen sie dir auch dein. Ja. Tim. So, dann, und dann hast du eigentlich diesen komischen Anruf auch gekriegt hier? Nein, das hast du, weil du im Level gestiegen bist. Einen bestimmten Rang. So, ja, und du bist noch nicht so weit, oder was? Nein, noch lange nicht. Hier ist eine Speicherkarte. Was ist denn für eine Speicherkarte? Da steht ein F dran. Vernichtend. Der Schwierigkeitsgrad. Suche nach Time of Rebound. Ich glaube, das können wir noch nicht, ne? Nein. Hier ist aber eine handgeschriebene Notiz, die nehmen wir mit, oder? Letzter Wille und Testament, klar. Sheriff. Oder wer auch immer das hier liest, ich bin nicht der Sheriff. Der Nebel hat sie geholt, hat sie mir direkt aus den Fingern gerissen. Dann kamen sie zurück. Sie können nicht erwarten, dass ich sie erschieße oder Dad, die Kinder oder mich. Aber ich flehe sie an, falls sie uns finden, erlösen sie uns von unserem Leid. Irgendwas muss doch wieder richtig werden. Ja. Na dann komm, dann schlachten wir die Familie ab. Okay. Wir klingen irgendwie wie Massenmörder, oder? Oder? Da ist einer, hier. Den da? Oh, stimmt ja. Ich habe ein Motorrad. Wenn ich da eins drücke, dann habe ich mich dran. Oh, da kommt so ein komisches, dickes Ding jetzt. Das ist doch was Kleines. Ja.
Ich bin gleich tot. Nein, heilen, heilen, heilen. Und dem Nesrak Dark bitte eine Barriere geben und ihn heilen. So, jetzt haben wir ihn wieder hochgeheilt, jetzt können wir ihn wieder in den Offensivmodus wechseln. George Turner hält ach aber schon ja, ganz gut stimmt, das ja. Aus. Hier kann ich ja nicht durch die NPCs durchrennen. Warum nicht? Weil die hier eine feste Materie sind? Man sieht das echt krass, den Unterschied zwischen deinen Lebenspunkten und meinen. Wenn ich auf die normale Heilung drücke, bin ich ein Drittel geheilt. Warum verliere ich gerade so viele Lebenspunkte? Habe ich einen Status aufnehmen? Nein. Bei mir verliere ich doch keine Lebenspunkte. Ja, jetzt nicht, aber gerade. Ja. Naja, ich habe auch mehr als doppelt so. Ich habe auch circa doppelt so viele wie du. Ja. Ja, mehr als doppelt so viele. Emily Turner. Nee, Ellie Turner. Oh, hi. Hallo, Ellie. Du kannst deinen Mund ja echt weit aufmachen. Was? Nee. Ich übernehme keine Verantwortung für irgendwelche versauten Gedanken. Aber das sagt viel über deine Vorlieben aus. Das ist gleich sowas als Gedanke kommt. Ja. Gott, der sieht ja richtig zugerichtet aus. Ja, der ist wahrscheinlich richtig zugerichtet. Ich will mit meiner Lebensenergie dir Schilde verpassen hier. So, Bericht senden. Okay. Nur noch 15 Punkte. So. Jetzt muss ich mal doch mal hier gucken. Wo kann man das denn nachgucken? Fähigkeitsstufe. Welche Fähigkeitsstufe hast du? Wie jetzt? Welche Fähigkeitsstufe du hast? Das sieht man doch beim Equip. Bei Charakter, ja. Ich habe was mit 5, QS 10. Nee, geh mal auf Charakter und dann kannst du das gucken. Bei Charakterwerte. Achso. 5. 5? Habe ich auch. Warum hast du denn diesen Anruf noch nicht gekriegt? Das hat damit doch nichts zu tun. Nix? Mit wie viel KP du schon gekriegt hast insgesamt? Achso. Dann gucken wir doch da mal nach. Wo stand das nochmal? Hier, Kraftpunkte. Unter N, ne? Ja. Kräfte gesamten habe ich hier dann nur. Ja, wie wär's denn da? 66. 66 Kräfte? Ja. Ich habe 80. Ja, aber das sind Kraftpunkte, vergiss das nicht. Die kosten ja auch verschieden. Und durch Kraftpunkte wird das ja berechnet. Da ist der Turner wieder. Das heißt, wir müssen jetzt noch eine ganze Ecke warten, bis wir nach Soulcon bin. Ja, das ist ja eine Quest, die ist sowieso Solo-Instanz. Die kannst du ja mal alleine machen. Ich will nicht alleine. Ja. Kann ich nachvollziehen, aber... So, hier, Zimmer, Dingenskirchen, zur Brücke gehen. Ja, wir sind doch auf der Brücke. Gebiet nach Hinweisen durchsuchen. Nein, nicht schon wieder Gebiet nach Hinweisen. Wahrscheinlich hier unter der Brücke. Ja, hab's gefunden. Das ist wieder so ein scheiß Geist. Ich nenne dich Gregor. Warum nicht? Okay, Wilfried. Du wolltest Gregor nicht. Ich werde gleich mal Putin rufen.
Ja, Putin! Die russische Eule. Oh! Angesenktes Notizbuch. Ne? Das Subjekt und ich haben wieder in den Bäumen auf dem Oleg Vasi Hill gespielt. Sich zu verstecken war Stress für ihn und mir diente es dazu, seine Kräfte zu wecken. Je näher ich seinem schlecht gewählten Versteck kam, desto mehr brannten seine Finger. Schmerz, Angst und Zorn scheinen die Kräfte ebenfalls zu wecken. Allerdings sind dafür noch weitere Tests erforderlich. Ganz schön strange. Hm? Müssen wir jetzt hier nach drüben? Oh, wir schwimmen. Aber muss ich sagen, das kann ich nachvollziehen. Ich hasse es auch, versteckt zu spielen. Echt? Ich bin richtig schlecht da drin. Na, naja, ich bin ja auch groß, also von daher. So, ein Talisman. Minus 200 Heilwert. Ey, kann ich jetzt mal was Vernünftiges? Minus sehen? Gesundheit. Ganz schön scheiße alles hier, ey. Das Spiel mag uns nicht. Siehst du schon, wie das will uns rausekeln? Ja, habe ich auch schon das Gefühl. Aber mich braucht es nicht raus ekeln. Ich spüre das sowieso nur noch mit dir. Immerhin. Ich ziehe das auch bis zum Ende durch. Ist bei dem Spiel überhaupt ein Ende? Jein. Es gibt doch ein Story-Ende bestimmt, ne? Ja, Story-Ende. Aber da sind wir noch Jahre von entfernt. In dem Tempo, in dem wir arbeiten. Also in dem Tempo, in dem wir spielen mit den Aufnahmen, würde ich sagen, noch 2 Jahre. Ja, stimmt. Wenn wir zwischen der letzten Aufnahmesession und dieser waren echt. Echt viel. Ich habe hier noch so einen Gegner. Oh, okay. Du solltest Tank sein, du bist hier besser. Alles KP. Ja, du solltest tanken, du bist hier besser im Polen. Tim. Motorradgang. Wie heißt unsere Motorradgang eigentlich? Die zwei lustigen zwei. Ich dachte eigentlich die Koalas. Die Koalas. Okay. Von mir aus. Ist ein guter Name. Das habe ich mir gedacht, dass du den gut findest. Alles, was mit Koalas ist, ist gut. Ja, nicht alles. Was denn nicht? Eukalyptus-Tee. Was hat denn nichts mit Koalas zu tun? Koalas fressen das. Eukalyptus, ja, aber nicht Eukalyptus-Tee. Ah ja, die würden schon noch trinken, wenn sie den können. So, bin mal Geist. Was? Wo ist ein Geist? Oh, hallo. Oh, ich habe gerade Nitro wieder aktiviert. Ich hatte dasselbe Problem, was du vorher hattest. Ja, Nitro ist toll, ne? Nitro, Glycerin. Da gab es doch so einen Rammstein. Benzin, ne? Benzin. Oh, kann sein. Ich fand Umf immer besser. Umf ist auch nicht schlecht. Hm? Eckstein, alles muss versteckt. Ich dachte, du magst Verstecken nicht. Das Lied finde ich trotzdem gut. Der Wabanaki-Stamm bleibt weiterhin Brutstätte außergewöhnlicher Subjekte. Er ist in der Tat ein faszinierender Lokus des Okkulten. Ein Lokus, also eine Toilette des Okkulten, okay. Ich konzentriere mich derzeit auf den 10-jährigen irgendwie. Der hat bereits einen fortgeschrittenen Stand der Entwicklung aufweist, ebenso wie alle typischen Neigungen eines Kindes. Vielleicht wäre er es daran interessiert, mit Onkel Oliver Smith Verstecken zu spielen.
Ja. In Toilette des Okkulten. Ja, mit dem Kind Verstecken spielen. Und dann so. La, la, la. Mr. Bubbles, willst du mit mir spielen? Hallo, Mr. Bubbles. Oh, guck mal hier. Da kriegt man doch eine Gänsehaut, oder nicht? Ja. Stell dir vor, so ein unheimliches Haus, auf einmal steht da so ein kleines Kind. Hallo, Mr. Bubbles. Ich hab ihn. Okay. Oh, es sind zwei. Ich sehe gar keinen. Ich hau einfach mal den Fleck in unserem Feind. Oliver Smith. Greif mich wenigstens an. Nicht wirklich. Okay. Greifen die mich an? Ich glaube nicht. Obwohl du verlierst Leben. Ja. Ah, okay. Ach, der eine hilft uns. Anscheinend. Also siehst du sie jetzt doch? Ja, richtig. Okay. Bericht senden. Das Vermächtnis derartiger Einrichtung. Natur eines Vogels. Gleiches gilt für. Langweilig. Okay. Ah, jetzt bin ich auch anscheinend nächster Rang. Hast du einen Anruf gekriegt? Warte. Der Verbundene. Der Verbundene? Ja, ein Titel. Aber mehr nicht. Hab ich nicht. Oh, doch, hier. Ich bin die Verwesung. Doch, jetzt krieg ich einen Anruf. Warte. Dum. Ja, aber ich habe keine Quest gekriegt, nur einen Anruf. Okay. Ich glaube, hier drin gab es auch Waffen zu kaufen, kann das sein? Ja, kann sein. Mal gucken, ob wir uns Waffen kaufen können. Die cooler sind als die, die wir jetzt haben. Shop öffnen. QS6. Ja, die sind besser. Leicht besser. Wie konnte man nochmal die Glyphe aus den Waffen rauskriegen? Gute Frage. Indem man die auseinanderbaut, kann das sein? Weiß ich nicht. Moment. All die Glyphe würde ich nämlich ganz gerne behalten. Moment. Pop. Geht anscheinend nicht. Muss ich jetzt da rein tun zuerst? Okay, jetzt hier rein. Ah, okay. Ich kann es zerlegen, aber zerlegen will ich es ja eigentlich nicht. Will ich obligatorisch zur Fertigung abschließen? Hä? Nee. Ich zerstöre jetzt einfach die Waffen, die ich habe. Zack. So. Ich zerstöre meine Lunge. Auch schön. Eigentlich nicht. Ich hatte sogar. So, verkaufen. Ich hatte sogar letztens mal überlegt, ob ich mit dem Rauchen vielleicht aufhören sollte. Und? Ich habe mich dagegen entschieden. Also mir wäre das zu teuer. Oh, ist es mir auch. Das war der Grund, warum ich es mir überlegt habe, nicht wegen der Gesundheit. Mal ein bisschen verticken hier, was wir hier alles haben. Doppelpistolen. Aber ich rauche jetzt weniger. Nämlich nur noch wie viel? Eine Schachtel am Tag circa. Okay. Kostet 6 Euro oder so? 7. 7 Euro. Und, steht das? Wie viel sind da drin? Das stand da doch irgendwo. Das sind 28. Okay. Früher habe ich 2 geraucht. Eine gute Freundin von mir hat auch mal viel geraucht. So, Faustwaffe Q6 kostet 50 von diesen komischen Barren. Ah, scheiße, ich kann die gar nicht kaufen. Ich habe ja gar nicht genug Barren. Jetzt habe ich meine Faustwaffe kaputt gemacht.
Dafuk. Dafuk. Also ich hätte Pistolen für dich sonst. Erstmal, da, erstmal. Ah, nee. Was war das denn? Ich hab gepupst. Hey, ich hab doch 73 Barren. Das muss doch. Ich hab kaufbare Objekte, okay. So, kaufen. Okay, nee, geht doch. Muss ich gerade sagen, ich hab doch Barren. Immer noch jetzt gerade hier schön. So, jetzt muss man da aber die irgendwie die Glyphen doch noch reinmachen, ne? Dün, 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 dün. Wie ging das denn noch gleich? Das Y. Fertigen. So, und jetzt haben die... Verteidigungswert und Ausweichenwert? Nee. Ich hatte vorher Crit da drauf, hallo? Was ist denn das für eine beschissene Kacke hier? Naja, besser als nix. Aber irgendwie komme ich mir jetzt leicht verarscht vor. Ja, kenn ich. Die Tussi hier verarscht mich auch. Welche? Die hier rumgelaufen ist. Ich habe versucht, mit der ein bisschen zu flirten, aber rennt einfach durch mich durch. Und das meine ich sprichwörtlich. Okay. Dann bleibe ich lieber der Eukalypte treu. Das ist doch nett. Inbrünstige Glyphe. Anscheinend habe ich ganz viele Glyphen, aber wo finde ich die denn? Die sind nicht in meinem... Ach doch, da oben. Die sind nicht... Ach doch, da oben. Magischer Schutz. Erhöhung des Blockwerts. Aber wo sind denn meine Crit-Dinger? Ach, das ist doch alles zum Kotzen. Ist das doch... Ich weiß jetzt, die Leute da draußen, so der Villandash und so, die bist du blöd. Ja, ich merke schon, wie sie ihre kleinen Witze machen. Na ja, egal. Ah, ich habe die Fliege erwischt. Die Fliege? Ja. Ist gerade aus ihrem komischen Teleporterkasten da gestiegen, ich habe sie gleich zerquetscht. Den fandest du wirklich gut? Auf seine eigene Art und Weise, ja. Also weniger sexistisch als was ich meistens ablasse sonst. Ja. Ich habe ganz viel Ambrosia-Zeugs, was könnte ich eigentlich alles mal... Ja, stimmt, Sachen verkaufen, das wäre auch mal eine Idee, du hast ja nicht recht. Was kann man hier noch kaufen? Hier kann man sonst nur Scheiße kaufen. So, und was hat der letzte Typ hier? Werkzeugsätze. Q10. Das mit diesem ganzen Werkzeugkram, das ist mir irgendwie ein bisschen... Naja. So, wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde um. Oh. Ja. Von daher würde ich sagen, beim nächsten Mal gucken wir dann nach. Was haben wir denn hier für Quests noch? Eine haben wir noch beim Dings, beim Sarge. Eine ist da noch. Ja, dann gehen wir doch das nächste Mal zum Sarge und gucken dann, was der uns so beibringen möchte. Bis dahin erfahren euer Koali und euer. Lass Rücktag. Und der Esel nennt sich immer selbst zuerst. Und tschüss.